Ja, herzlich willkommen hier beim Fahrradblog. Ich möchte dir heute zeigen, was es mit dem Thema Lockpicking auf sich hat und wie Lockpicking funktioniert. Dazu habe ich hier so einen ganz normalen Lockpicker mit den Wellen vorne dran, hier ein Übungsschloss transparent und natürlich hier einfach noch ein kleines Etui mit verschiedenen Pick-Werkzeugen drin. Das bekommst du zum Beispiel für ein paar Euro auf Amazon. Ja, bei diesem Picker, wie gesagt, sind vorne die Wellen dran und das transparente Schloss. Das dient dazu, dass du einfach siehst, hier der Schließzylinder, dann die kleinen Stäbe da drin, genau. Und wenn du jetzt den Lockpicker da reinsteckst, dann wirst du sehen, dass diese kleinen Stifte sich nach unten bewegen und dass da so kleine Abstände drin sind, so kleine Kanten. Und wenn die in einer Linie sind, dann kannst du das Schloss ganz einfach aufdrehen. Und so wie das hier beim Übungsschloss funktioniert, so funktioniert es auch bei ganz vielen Fahrradschlössern. Das kannst du einfach zu Hause bei dir selbst dann mal ausprobieren und dann wirst du ja sehen, wie gut oder schlecht eben dein gekauftes Fahrradschloss wirklich ist. Wie gesagt, es ist nur ein Übungsschloss transparent und du brauchst bei manchen Schlössern auch zwei Pick-Werkzeuge und es funktioniert auch nicht immer mit diesem einen, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lockpicking. Und ja, wie gesagt, das ist mein Lieblingsschlüssel. Das ist nochmal das komplette Set dazu. Ein paar Euro auf Amazon. Und wenn du Fragen hast, einfach in die Kommentare. Und ansonsten Daumen hoch zu dem Video. Und ich zeige dir hier in meinem YouTube-Kanal in Zukunft auch noch Lockpicking-Aktionen mit richtigen Fahrradschlössern. Bis dahin, mach's gut.